Herzlich willkommen bei der evangelischen Elia-Gemeinde aus Erlangen. Wir wollen eine Kirche sein, die das Leben zum Blühen bringt. Ein Engel im Zimmer. Stell dir das doch mal vor. Du hast gerade das Teewasser aufgesetzt oder die Spülmaschine eingeräumt und auf einmal steht da einer. Leuchtet am Ende noch überirdisch weiß und ist von einer so unglaublichen Präsenz, dass du ihn einfach nicht ignorieren kannst. Ein Engel im Zimmer. Einfach so. Und es ist doch kein Wunder, dass Maria sich wundert angesichts dieses Wunders. Aber dann geht's ja erst so richtig los, das, was der Engel so sagt. Die Sache mit der Schwangerschaft und Kind und so und Sohn Gottes, mal ehrlich, hättest du dem Engel geglaubt? Ich bin mir da nicht so sicher. Ist ja wohl klar, dass Maria erstmal skeptisch ist. Wie soll denn das möglich sein? Wann hast du das zuletzt gedacht? Wie soll denn das möglich sein? Das kann doch gar nicht sein. Das geht doch nicht. Wann hast du das zuletzt gedacht? Ich denke manchmal, wir sollten alle mal ein bisschen häufiger unseren Verstand abstellen und unser Herz ranlassen. Für Gott ist nichts unmöglich, sagt der Engel nur. Und Maria, ich diene dem Herrn. Und was sagst du? An deiner Grenze? In deiner Unmöglichkeit? An der Grenze, auf die du stößt und über die Gott dich führen will? Sagst du, das kann doch gar nicht sein? Oder sagst du, ich diene dem Herrn? Und mehr noch, Maria fügt sich nicht nur, nein, sie fängt an zu singen, als ihr so richtig klar wird, was da passiert. Ich lobe den Herrn aus tiefstem Herzen. Alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er wendet sich mir zu, obwohl ich nur seine unbedeutende Dienerin bin. Von jetzt an werden mich alle Generationen glückselig preisen. Denn Gott, der mächtig ist, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Er ist barmherzig zu denen, die ihm Ehre erweisen, von Generation zu Generation. Er hebt seinen starken Arm und fegt die Überheblichen hinweg. Er stürzt die Machthaber vom Thron und hebt die Unbedeutenden empor. Er füllt den Hungernden die Hände mit guten Gaben und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Er kommt seinem Diener Israel zur Hilfe und erinnert sich an seine Barmherzigkeit. So hat er es unseren Vorfahren versprochen, Abraham und seine Nachkommen für alle Zeit. Vielleicht täte es mir und vielleicht ja auch dir ganz gut, immer mal wieder zurückzudenken. Zu den Malen, als Gott mich an meine Grenzen geführt hat und sie dann gesprengt. Als ich und andere dachten, das kann doch gar nicht sein. Und dann vielleicht jemand sagte, es könnte aber auch klappen. Und der war dann wohl ein Engel, ein Bote von Gott. Ich könnte Geschichten erzählen, von einem alten Haus zum Beispiel, in dem ich mit meiner Familie gewohnt habe und das zu bewohnen kein Spaß mehr war. Und von all dem Geld, das nicht da war, um dieses Haus zu sanieren. Und von all den Einwänden, der Skepsis, den hochgezogenen Augenbrauen und den gerunzelten Stirnen. Aber dann auch von dem Satz, es könnte ja auch klappen. Und vom Zuwendungsbescheid. Und von den vielen, vielen Händen und Füßen,
die mit angefasst haben. Vom genau richtigen Zeitpunkt, zu dem wir begonnen haben mit der Sanierung. Oder von der Tür, die wir in einer Wand fanden und an einer anderen Stelle genau so gerade brauchten. Von der Rampe, die statt 7.000 nur genau die 1.000 Euro kostete, die wir dafür an Spenden bekommen haben. Von Spenden, die plötzlich kamen und niemand wusste, wer der Spender war. Und. Ich denke zurück an gesprengte Grenzen, an Skepsis, Hoffnung und Vertrauen. Und dann wird das mit dem Gott loben, so wie Maria das macht, und mit dem Danken ganz leicht, wenn ich mich dahin zurückversetze. Im Nachhinein sein Handeln sehe. Woran denkst du? Wovon könntest du erzählen? Von welcher Grenze, von welcher Mauer, die Gott übersprungen hat mit dir? Ich lobe den Herrn aus tiefstem Herzen. Alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Ich wünsche dir und ich wünsche mir und ich wünsche der ganzen Welt so sehr, dass aus wie soll denn das möglich sein, in unseren Herzen und in unserem Kopf der andere Satz wird, es könnte ja auch klappen. Denn Gott, der mächtig ist, will und wird und hat Großes an uns getan. Ich wünsche uns, dass wir sehen und hören, was geschehen ist mit Maria. Wie aus Furcht Freude und aus Skepsis Lobgesang wird. Und dass wir mutig vorangehen, weil für Gott ja nichts unmöglich ist. Ich wünsche mir und ich wünsche dir und der ganzen Welt so sehr, dass Maria in uns singt und nicht die Sorge das Leben übertönt. Das wünsche ich uns hier aber zum Beispiel auch den Frauen im Iran, die nicht müde werden, für die Freiheit zu kämpfen. Oder den Menschen in Israel und Palästina, die nicht aufhören, den Frieden zu suchen. Ich bin mir sicher, dass es die gibt. Ich wünsche es den Christen in Fernost, die ihren Glauben bekennen, trotz Verfolgung und Unterdrückung. Oder auch ganz einfach zerstrittenen Eltern, die kaum noch einen Weg aufeinander zusehen. Den Todkranken, die entmutigt am Ende ihres Lebens stehen. Es könnte ja auch klappen. Es könnte ja auch sein. Und es könnte ja auch sein, und ich glaube, das ist so, das auch für uns gilt und von universellem Ausmaß ist, was Maria hier singt. Er hebt seinen starken Arm und fegt die Überheblichen hinweg. Er stürzt die Machthaber vom Thron und hebt die Unbedeutenden empor. Er füllt den Hungernden die Hände mit guten Gaben und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Er kommt zum Diener Israel zur Hilfe und erinnert sich an seine Barmherzigkeit. So hat er es unseren Vorfahren versprochen, Abraham und seine Nachkommen für alle Zeit. Er hat es versprochen und Gott hält seine Versprechen. Ein Engel im Zimmer, eine unscheinbare junge Frau und ein Ding der Unmöglichkeit. Wie soll das denn gehen? Und ein unfassbar, ungreifbar und überwältigend großer Gott, unser Gott ist immer noch größer. Dem die junge Frau, dieses Mädchen, Maria wird so 14, 15 gewesen sein, nicht zu klein ist. Und dem auch deine Sorge weder zu klein noch zu groß ist. Und dem das Leid der ganzen Welt nicht zu schwer ist. Und das ist das, was ich so unglaublich finde. Ich will singen mit Maria. Ich will schwanger gehen mit dieser Hoffnung und mit diesem Lob, mit dieser Zuversicht für unsere Welt, darauf, dass da noch was kommt, dass noch mehr geht. Und das ist Advent. Dass Gott selbst eingreift in Dunkelheiten und Machtlosigkeiten, in Einsamkeiten und in Bedenken, die auch mein Herz immer wieder trägt, welche Bedenken halten dich davon ab, zu tun, was du eigentlich für richtig hältst. Deswegen möchte ich euch einladen, lasst uns gemeinsam schwanger gehen.
in Richtung Weihnachten. Das Lob schon auf unseren Lippen und den Glanz der Vorfreude schon in unseren Augen. Und wenn es dir schwerfällt mit der Vorfreude in diesem Jahr, dann bete ich, dass Gott sie in dein Herz legt und in dein Gesicht. Weil der Engel nicht nur zu Maria spricht, sondern auch zu mir und zu dir und zu unserer ganzen Welt. Bei Gott ist nichts unmöglich. Und ich nehme mir vor, das Lob und den Glanz und die Freude zu einem Menschen zu bringen in dieser Woche. Vielleicht hast du auch eine Idee, wie du das machen kannst. An einen Ort, wo es gerade irgendwie nicht so hell ist und nicht so glänzt. Vielleicht selbst ein bisschen ein Engel zu werden, ein Bote von Gott, der etwas weitergibt. Der plötzlich vor der Tür steht und zu einem anderen sagt, sei gegrüßt, der Herr ist mit dir. Vielleicht wirst du dann auch der Engel, der schon lange, lange ersehnt worden ist in dieser Dunkelheit und Schwierigkeit, die ein anderer Mensch hat. Und ich denke an unsere Nachbarin von gegenüber, die neu eingezogen ist, 2 Wochen nach uns in ihr Haus mit 2 kleinen Kindern und bei der es nicht warm wird, die friert, die manchmal den ganzen Tag mit keinem Erwachsenen spricht. Ich habe ihr einen Adventskalender vorbeigebracht, jeden Tag ein Beutelchen Tee und wir haben uns verabredet, zusammen Tee zu trinken, uns kennenzulernen, zu quatschen und hoffentlich auch zu lachen. Und ich glaube, das wärmt dann uns beide. Das ist eine Kleinigkeit. Und es gibt so viel größere Baustellen, Nöte, Katastrophen auf dieser Welt. Aber mit diesen kleinen Dingen übe ich in kleinen Schritten ein, über meine Bedenken und über meine Grenzen zu gehen. Will sie mich eigentlich kennenlernen, die Nachbarin? Gehe ich ihr vielleicht auf die Nerven? Trinkt sie überhaupt Tee oder ist das alles eine blöde Idee? Ich glaube, man muss im Kleinen üben, was man im Großen beginnen will. Und im Kleinen zeigt sich, dass Gott eingreift. Sie hat sich gefreut. Und sie liebt Tee. Und weil ich das erlebt habe, höre ich nicht auf zu hoffen und zu glauben, dass Gott auch im Großen zu Hilfe kommt. Dass Veränderung möglich ist, dass Frieden möglich ist, dass Liebe möglich ist, dass Gerechtigkeit möglich ist. Denn er stürzt die Machthaber vom Thron und hebt die Unbedeutenden empor, ein 14-jähriges Mädchen damals. Und wer sind vielleicht die Unbedeutenden von heute, die Gott emporheben will? Ich glaube, dass Gott bewegt ist, sein Herz bewegt ist, wenn er diese Welt sieht. Das hat sich damals gezeigt in dieser Geschichte und in Jesus. Dass es sein Herz bewegt, das Leid auf unserer Welt. Und dass, wenn wir auf Gott hören, auch unser Herz bewegt wird. Was bewegt dein Herz ganz konkret in diesen Wochen im Advent? Wer liegt dir auf dem Herzen? Welche Not, welcher Missstand, der so nicht bleiben kann, welcher Mensch, der einen Engel braucht und wenn es nur für eine Tasse Tee ist. Wo hörst du vielleicht Gott flüstern, es ist nicht unmöglich. Also los, fass dir ein Herz, Gottes Hoffnung in deinem Herzen und gib es weiter. Denn nichts auf dieser Welt hat größere Kraft, kann Dunkelheit und Kälte mehr entgegensetzen, als zu wissen, Gott selbst greift ein. Maria hat vertraut und geglaubt, sie hat gehofft und gesungen. Und wir haben Maria etwas voraus. Wir wissen nämlich, wie die Geschichte weitergeht. Und wir haben deshalb noch viel mehr Grund zu glauben und zu vertrauen, zu hoffen und zu singen. Weil nämlich der Advent erst der Anfang ist. Weil das eigentliche Fest noch kommt und weil wir auch immer noch warten, nämlich darauf, dass alles besser wird und weil Gott uns versprochen hat, dass das noch nicht alles ist. Und weil wir Gott schon kennen, der keine Grenzen hat. Amen.